Willkommen zum letzten Tag mit Super CPs Magnite Crusadia Deck. Im letzten Part haben wir die Ratios angepasst. Jetzt schauen wir mal, ob der OTK konstanter geworden ist. Yep. Yu-Gi-Oh! Player. Mir war es so, als hätten wir gegen Player schon mal gespielt. Ich glaube, er hat man anders geschrieben. Ach so. Anyway, wir haben Opener und keine Boardbrecher. Aber tatsächlich halten sich die toten Handkarten in Grenzen. Das ist richtig. Er hat 10 Karten im Extra-Deck. Oh, true. Ich vertraue diesen Nummern immer nicht, weil dadurch, dass das so gelb auf gelb ist, habe ich mich da zu oft vertan und also beim Lesen der Bildschirmübertragung und ja. Okay, das war jetzt irgendwie nicht die größte Ansage. Nein, das war noch nicht mal T-Set-Pass, das war ja einfach nur eine Set-Pass. Ja, aber wieder nicht genug, um die Magnites zu enablen. Na gut, dann halt die Crusadias. Ja. Ja, Magnets gehen ja nicht. Ich überlege so. Ich überlege gerade, wie viel man hier überhaupt macht. Also wir normalen auf jeden Fall Leones und wir bauen einen Magius und wir specialen da was drunter, weil das so viel macht erstmal plus. Ja. Dann Judgment oder was? Ja, halt auf dem Nachnamen kann kein Judgment kommen. Doch. Echt? Kannst? Ja, kannst. Einwandfrei eine Normal summon. Judgment. Monster would be summoned. Okay, anyway. Dann können wir auf jeden Fall jetzt mal ausschließen, dass es kein Dingens hier ist. Ja. Sonst hättest du ja gar kein Out, was man gegen Denko Secker runtersetzen könnte. Ja, es wird wahrscheinlich ein Judgment sein, solange wie der jetzt mal überlegt. Aber die Frage, die man sich dann doch stellen muss, ne? Wenn wir annehmen, das ist ein Judgment, was hat der denn dann sonst noch? Weil kein Mensch... Okay, gut, der hat 10 Karten im Extra, der Point ist invalid, aber theoretisch spielt kein Mensch Judgment... Das ist ein Imperm. Ah. Okay. Das erklärt's dann wiederum, weil Imperm kann durchaus in einem Combo-Deck sein und besagtes Combo-Deck könnte ja gebrickt haben. Ja. So, machen wir jetzt weiter, ist die Frage. Womit? Wir können den Field Spell suchen. Ja, das Glückwunsch. Bringt uns nicht wirklich weiter, das ist richtig. Der einzige Vorteil davon, die beiden Hampelmänner wegzulegen, ich würde wahrscheinlich in die Link 2 Tuss, die Außer, heißt die so? Nee, Lyna. 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 Lyna, was auch immer. In die würde ich linken, weil die, wenn kaputt geht, dürfen wir wenigstens versuchen. Das ist ein Argument. Ich weiß zwar nicht, ob wir ein sinnvolles Search-Target dafür im Deck haben, aber wenn wir eins haben, dürften wir es suchen. Hat ein Magnet gibt's ein Magnet mit wenig Def? Na. Sagt das Ding Def? Ja, 1500 weniger Def. Achso. Warum hast du jetzt auf Endphase geklickt? Wir hätten angreifen dürfen. Oh, stimmt, Bazook 2. Hä? Es ja, wirkt, man sieht nur die Imperm im Grave und dann so. Es wirkte nicht wie Zug 2, okay. Ja, alles gut. Dass der Damage mattert, ist reichlich unwahrscheinlich. Ah, jetzt hat er was gezogen. Ja, das ist, also ist, ich meine, es ist definitiv ein Combo-Deck, was gebrickt hat, ne? Also, yeah. No shot, dass es das nicht ist. Wobei, dann ist die Frage, na gut, er kann Spell Traps ausschalten mit Untersetzen, der Ramai, dann macht's. Gizmec. Naja, wir hätten eine Imperm auch runtergesetzt, wenn dir das der einzige Brick gewesen wäre, oder? Okay, dann ist das wahrscheinlich einfach, dann, um den Gegner verrückt dann, zu machen. Dann ist das kein Kommen, das ist einfach ein Grand Manju OTK, den wir first geschickt haben, der deswegen nichts machen konnte. Das kann ebenfalls sein. Gizmec ist aber auch in Danger Tier Lament drin. Ich meine, es kommt nicht instant ein... Okay, es ist OT, es ist Kaiju Gizmec Banish Dingster OTK. Sehr gut. Hm.
Okay, das erklärt, warum er den Taiju geholt hat. Er wollte den Dogoran aufs Feld kriegen. Dann ist allerdings die Frage, warum... Ja doch, Impem macht... Impem kann man verargumentieren in dem Deck, das passt schon. Dann könnten die 10 Karten so... Wobei, nein. Die 10 Karten machen dann trotzdem noch keinen Sinn, weil du spielst ja normalerweise Eater of Millions und dann räumst du halt dein ganzes Extra-Deck weg. Also es macht keinen Sinn, nicht einfach random 15 Karten reinzutun, oder? Macht's sowieso nie, aber... Ja, ist richtig. Ich habe mal ein Deck gesehen, was eine Theorie hatte, um weniger Karten im Extra-Deck zu spielen. Fringe, Achtung, Fringe Case Incoming. Oh. Okay, ja, warte, Moment. Das... Nee, das ist 700 off, oder? Wäre doch 10.000 Attack jetzt. 9, oder? Nee, stimmt, 9.000 hat er sogar bloß. Ja, 1 plus 8. Ja, und der kann ja nicht angreifen. Ja. Achtung, Fringe Case Incoming für den einzigen Fall, den ich kenne, wo es verargumentierbar war, wäre weniger als 15 Karten im Extra-Deck zu spielen. Hat man aber übrigens auch in dem Fall nicht gemacht. Aber der Fringe Case war, du spielst Extra-Deck Monarch mit Mega Zarborg und spielst genau 8 Karten im Extra, dass wenn du Mega Zarborg zufälligerweise auf der Starthand hast und den resolvest, danach dein Extra-Deck leer ist, weil Mega-Zarborg ja genau 8 Karten wegballert, ne? Und du dann Domain aktivieren kannst und die live ist, weil du dann kein Extra-Deck mehr hast. Hallo Hope Harbinger übrigens. Ja, also das war der eine Fringe-Case, den ich kenne. Hat man sich dann übrigens dagegen entschieden, weil man gesagt hat, erstens, das passiert nicht. Und zweitens, ich will dann lieber die zusätzlichen Karten im Extra-Deck haben für Random Utility. Und dann pfeife ich halt auf die Domain. Jetzt kann er überhaupt nicht mehr angreifen. Achso, er will den. Achso, er hat den. Okay. Er wollte den einfach nur den Harbinger-Effekt haben. Warum auch? Das auch, was auch immer hier der Plan jetzt war. Der hat jetzt ein Material mehr und kann einen extra Angriff umlenken. Okay. Okay, cool. Target von Phaser Monster, you control the Gains and Equal to its current. Death. Ich meine, wir haben trotzdem noch ein Problem, wenn wir jetzt keinen weiteren Crusadier oder irgendeinen Spell nachziehen. Letzteres wäre mir rechter. Hä? Ah ne, halt, Quatsch, der meint, der hat ja den einen dahin Nee, doch, hast recht, wir haben ein Problem, nee, weil jetzt haben wir ja einen Spell. Der Kite ist so ein bisschen blöd. Jetzt haben wir ja einen Spell. Ja, jetzt ist es wurscht, aber... Ja. Aber er hätte doch mit dem Harbinger jetzt angreifen müssen, oder? Weil Harbinger hat doch den Current negiert. Nee, halt, during turn you activate this card, das heißt... Oder? Er sagt, Harbinger negiert Effekt oder negiert Aktivierung? Negate that Effekt. Effekt, ja, das heißt, er konnte trotzdem nicht angreifen. Ja, dann... So. Blinken wir mal. Und suchen uns mit den Magius. So. Kriegen wir jetzt irgendwas hier reingespecialt? Ja, hier, nee, den einfach setzen, ist hier peinlich blöd. Ich habe gerade aber auf die geguckt, aber wir können einfach so machen. Ja. Übrigens, wenn der Kollege... Also wenn das bewusst war, wie er gerade seine Karten platziert hat, dass er den Kaiju unter der Extra-Monster-Zone platziert hat und so weiter und dann seine anderen Monster so entsprechend platziert hat, alles um Mecha Knight rumzuspielen, dann Hut ab, nicht schlecht. Für den hypothetischen Fall, dass es so war, dann ja. Also wenn das Zone Placement alles so geplant war und nicht einfach nur, er hat halt zufälligerweise it so happened, dass er halt dahin geklickt hat, Hut ab. Okay, unter der Prämisse, dass wir Magnets auf der Hand haben, können wir den Regulex eigentlich skippen und direkt in den Equimax gehen. Ich meine, wir resolven den Field Spell eh nicht, weil... Weil Harbinger. Harbinger, lol. Ja, eben, deswegen können wir einfach gleich in den Equimax gehen. Es macht keinen Unterschied, aber ja... So, wir müssen den Harbinger angreifen, ansonsten haben wir keine Einschränkung, oder?
Naja, wenn man was anderes angreifen, kann das auf Harbinger umlenken. Ja, aber im Sinne von, es gibt nichts anderes, was auch irgendwie Attacks verhindert oder begrenzt oder irgendwas in der Richtung. Nicht, dass ich wüsste. Ja, Special, Activate, Bumm, oder? Ja, Clean Kill. Also, sehe ich jetzt zumindest nicht, was uns daran hindern sollte, jetzt da reinzustiefeln. Wie gesagt, es sollten exakt 8k sein. Oder? Nee, Quatsch. In meinem 12K. Buch 12, ja. Aber ja. Ja, er hat ja. Wir müssen ja nur 3k abziehen, nicht? Ja. Jo. Bumm. Jo. Das war ein komisches Deck. Ja, das ist halt immer das Problem mit den Kaijus halt, ne? Weil der. Der Dings da hat halt 9k. Du musst halt. Also. Du musst halt schon noch dann irgendwas finden zum drüberlatschen, ne? Mhm. Da kommen wir in Deep Depths of Attack Modifying Rulings und ja. Burai. Haben wir jetzt Karakuri oder was? Gab's nicht mal so ein OTK? Ja. Ja, aber den Karakuri Burai schreibst du mit EI. Kann sein. Auf jeden Fall mal Pot. Karakuri gibt's quasi zwei Formen. Du hast einmal, oder gab's, ne? Wir reden ja immer von 2010 oder so. Gab's in zwei Formen. Du hattest einmal, das Deck. Du hattest einmal später dann Jirjia Karakuri, ne? Mhm. Das haben wir, glaube ich, nochmal gespielt. Ja, Jirjia Karakuri. Und dann gab es aber auch noch vorher schon damals das Tengu Machina Plant. Das hat, glaube ich, auch Karakuris gespielt. Aber noch weniger. Immer halt mit der Idee, dass. Also, die Grundidee war halt. Beim Jirjia Karakuri Deck war da die Hauptidee halt, dass du umbringen kannst. Das andere Karakuri-Deck war hauptsächlich so, der Achter zieht eine Karte, wenn sich eine Battle-Position ändert. Wieso spielt denn gerade eigentlich jeder Eldritch Runic? Gefühlt. Zumindest auf EDO Pro. Das weiß ich nicht so genau. Okay, hat wohl keinen Runic-Spell auf der Hand. Naja, du hast... Es gibt fast keinen Grund, die nicht runterzusetzen, wenn du sie ziehst. Es tut nicht weh. Wir haben Game den Grund 1. im Deck. Mal gucken, ob wir den ziehen. Ja, ja. Weil, wer spielt denn das da, Main? Lol. Wobei, um fair zu sein, bei das ist der Fieldspell kaputt und dann ist es auch voll egal. Ei! Also, meine Ansagen sind mal wieder on point. Wow. Nee, weißt was? Fuck you, das ziehen wir jetzt durch. Ich setz den jetzt runter, hol den, banish den, hol den gelben. Warte, muss das auf dem Friedhof banishen, glaube ich. Mach ich aber trotzdem. Schadet ja nicht. Weil wir haben ja zwei von denen, wir müssen die sowieso an irgendeinem Punkt holen. Und wenn die eine Negate fressen, grad gut, dann haben wir noch unsere hier, die Typen hier. Versuchen wir überhaupt, den Anti-Spell zu outen? Es würde ihn halt schon einen reinknallen. Und selbst wenn. Den jetzt gegen einen anderen Magnet auszutauschen, ist ja erstmal plus minus null. Ja, ja, das ist hier erstmal ziemlich, wie sagt man das, non-committal. So. Ja, der muss einen Magnet-Monster aus dem Friedhof banishen. Okay, das kriegen wir nicht hin. Dann können wir auch gerade so gut den hier nehmen. Ja. Weil der liegt dann im Graveyard, wenn wir weglinken. Ja. Aber warum jetzt den und der sucht dann den Spelltrap kaputt macht, Dings? Ja, natürlich hier rein, damit er zwei suchen kann. Ja. Wenn er darf. Ja, wird er nicht dürfen. Ja. Aber kannst du ja versuchen. Ja, vor allem, wir müssen das ja, wir müssen halt den vermuteten Conquistador, der da unten irgendwie rumliegt, rausbekommen.
Jetzt wissen wir übrigens auch, warum er seinen Blödsinn gesetzt hat, weil sonst hätte er es nicht aktivieren dürfen. Ja, yeah, wegen Anti-Spell Frequence. So, du und aber jetzt darf er es aktivieren. Mhm. Nee, halt. Interesting. Halt, warte, die müssen doch... Doch, until their next turn. Ja... Ah, if either player sets the spell card, das heißt, die haben noch nicht gezählt. Okay, never mind. Diese Line hat da früher gefehlt und deswegen haben das viele Leute falsch verstanden, aber der hat schon immer so funktioniert. Wenn du Karten runtersetzt, bevor du Antispell umdrehst, dann sind die von diesem müssen einen Zug liegen nicht betroffen. Okay. So, können wir jetzt mit reasonable certainty davon ausgehen, dass der keinen Conquistador hat? Ich glaube ja, weil der Conquistador wäre da geflogen. Also, ne? Ja. Und der Runic Spell, der was kaputt schießt, wie auch immer der heißt, ich kann mir das immer nicht merken. Ich glaube Flashing Fire. Der Runic Schuss. Ja. Flashing Fire, genau. Freezing Curse ist der. Oh. Ritzi! Das stört! Actually, warum warte, wird das extra. Das? Warte, Moment, nein, der stört nicht. Also doch, er stört, aber er killt uns nicht. Wir behalten den McKnight. Warte. Was haben wir denn? Also, was ist denn der Rest so? Naja, jetzt specialen wir den hier. Ach, der ist auch psychic. Okay, die sind alle psychic. Wir specialen jetzt den da hier rein, holen Morningstar, specialen den da, banish den kaputt, fällt weg. Plan. Ja. Voraussichtlich, es kommt nicht noch in die andere Karte, das Gegenteil von Rivalry. Die erklärt zum. Also. Wie heißt der nochmal? They can only be one. Match. They can only be one. Das macht keinen Sinn. Eldritch würde niemals Only One spielen, weil dann kannst du deine eigenen Eldritch-Traps nicht mehr aktivieren. Gozen Match könnte er noch haben. Wieso ist denn der jetzt Maschine? Es geht immer noch. Nee, beim Genormit geht nicht. Ja, dann go. Wir könnten den. Ja, ich wollte gerade sagen, wir könnten den Turn passen und. Dafür so und einfach abwarten, dass er den Drecksjob für uns übernimmt. Es in rein, dass er reinstiefelt. Wieso reinstiefelt? Sobald wir dran sind, ist doch der Antispell sowieso durch. Das auch. Solange wir jetzt überleben, ist alles Gucci. Und er nicht. Und solange er dir nicht abschießt. Conquistador kann, meine ich, nur offene Karten kaputt ballern, oder? Der wird ja nicht nur Conquistadoren im Deck haben. Nee, aber der hat normalerweise nicht großartig andere Removal. Der einzige andere Removal, den er sonst noch hat, ist Runic Destruction. Ja, und Golden Band Forever. Das ist zwar kein Removal, stört aber. Wo spielt der denn Golden Land Forever? Wo sind wir denn? Wir haben hier trotzdem noch Karten, um Golden Land Forever rauszubaiten. So ist es ja nicht. Ja. Ja, das... Was? Runic. Es gibt seine Battleface. Mhm. Was er vergessen hat. Ja. Nee, er hat auf Battleface gedrückt. Glaube ich. Ja, stimmt. Okay, wir kriegen unseren Dude mal zurück. Ja. Der zum Glück auch psychic ist, so. Mhm. Ja, die sind alle psychic. Ja, dann crashen jetzt wir, wa? Ja, dann crashen wir und der andere kriegt einen Kaiju. Dann kann er Golden einfach nicht mehr aktivieren. Naja, den Kaiju dürfen wir nicht zünden. Ah ja, stimmt. Außer der ist zufälligerweise Zombie. Nee, ist eine Maschine. Ja, dann crasht Purple. Löst Problem aber nicht. Ja doch, weil da liegt einer im Grave. Ist doch jetzt egal, dass einer im Grave liegt. Die hier ist das Problem. Also Patrick, ja, pass auf. Ja, ich hab's, als ich sage, gecheckt. Ja, passt, alles gut. Wir brauchen hier nur den Negate rauskriegen. Ja. Wie wir letzte Runde ja erörtert haben, juckt uns der Antispell jetzt nicht mehr. So, wir crashen in dich rein, specialen den Gelben hier rein und legen die Karte um. Ja. Und not gonna lie, ich hätte es auf den Falschen geklickt. Das ist egal. Ja, aber wir sind im Graveyard, mehr wollten wir nicht. Ja, gönn dir, Kollege. Nein, nicht ganz, erst im Graveyard und nicht mehr in dieser Zone hier, das wollten wir. Ja, gönn dir, Kollege. Über den können wir by the way dann noch drüber rennen, weil... Ja, klar. So, Ziel erreicht. Oder warte. Dann sucht er sich das nächste Eldlix hier, das ist Überleben, wa?
Ja, den bringt der halt sonst nicht weg. Ne, doch, der bringt ihn weg, weil wir jetzt gleich das Floodgate outen. Der ist immer noch ein Trap-Card, oder? Ja, da müssen wir auch nicht angreifen, das ist egal, wie wir es machen. True. Wenn jetzt nicht noch ein Effektwähler von der Hand kommt. Das wäre noch doof. Doch, einen Vorteil hätte es gehabt, weil jetzt muss er nicht den Lord als Tribut anbieten für Golden Land Forever. Sonst hätte er den Lord anbieten müssen. Ja, aber der wäre doch eh wiedergekommen. Mein ja nur. So, hi! Kollege, was willst du denn haben? Ja, wie gesagt, eine Handkarte. Die kennen wir noch nicht. Als ob der Handtrap spielt! Es ist Yu-Gi-Oh! Pro, okay? Hier passieren die komischsten Sachen. Ziel erreicht. Negate ist weg. So, bumm. So, Kollege, können wir jetzt Karten spielen? Hammer uns. So, das einzige Problem ist, wir können ihn jetzt nicht mehr umbringen. Wir könnten natürlich noch einen Magnite suchen. Also hier den hier noch machen. Hat er denn Lichtmonster im Friedhof? Nein, er hätte einen Lord im Graveyard gehabt, wenn wir es andersrum gemacht, wenn wir noch angegriffen hätten. Ja gut, aber dann hätten wir mit Lüland Stufe 3 Viech geholt und dann. Wir können ihn ja nicht umbringen. Linkkneipen können wir ja gerade nicht mehr. Komplett durch. Warte. Kriegen wir einen Cerberus gebaut? Und getriggert. Normal Summon, den hier. Warte. Den in ein anderes weg. Ding. Pass auf. Ja, kriegen wir. Pass auf, warte. Wir geben ihm den Kaiju, bauen die Lichttusse, holen den Lord rauf zu uns. Nee, Quatsch, das macht Quatsch, der hier triggert den Zero-Voros. Ja, das macht er meist. Nee. Ich hätte eigentlich gern beide Lords gebanished. Wenn's irgend geht. Kriegen wir, glaube ich, nicht. Warte. Was du brauchst? Der braucht nur vier Monster, also vier Links. Das kriegen wir auch so hin. Wir normen jetzt den hier, gehen in Magius. Warte. Warum? Okay. Weil ich hätte jetzt Link-Monster gebaut und den dann in die Zone von dem Link-Monster gespecialt, dass er was raufholen darf. Der Draco. Nee, pass auf, wir brauchen ja nur noch jetzt noch ein Monster. Main-Deck, Duster, keiner crazy, lol. Ja. Ja, das ist richtig. Bewusst. Ist uns bewusst, so. Das ist richtig. Ah, nee, aber jetzt sehe ich den Punkt. Ja, okay, jetzt bauen wir Magius, dann bauen wir ein Link-Monster unter Magius mit den Magnites. Genau. Oder legen einen Magnet in eine andere Zone und specialen was anderes. Nee. Special brauchen wir für den Zero-Wurst, wenn wir die beide hier weghaben wollen. Ah ja. Wir bauen jetzt genau was mit dem hier. Irgendeinen Link 2er oder so, keine Ahnung. Eine Liner oder was auch immer. Ja, genau, Liner. So, hier hin. Trigger. So. Dann Draco, weil der was wiederholen kann. Ja. Nochmal kurz gucken, dass wir uns nicht verlesen haben und dass der Cerberus das tut, was wir wollen und nicht was anderes. Ja, was in die Zone gespecialt wird, dann banisht er das Feld. If another monster to a link on the point, so banish all cards on the field. Ja. Genau. Okay. So, also dann den Dreier. Machen wir jetzt irgendeinen Dreier, also Equimax, jo. Weil Trispania wäre blöd. Ja, weil der Banisher das was in die Zone geswashelt wird, glaube ich, oder? Ja. Was überlegt der? Der hat doch keine Handtrap in. Hat der noch ein Eldixier im Friedhof, was er aktivieren kann? Nee. Hä? Nein. Ich glaube, er hat einfach nur auf Always Chain geklickt und liest sich die Karten durch. Das ist ein Argument. Bei denen würde. Ich kann ihm nicht verübeln, die Karten nicht auf dem Schirm zu haben hier. So, dann Zero Horus. Den wieder und wir opfern natürlich die World Crown und nicht den Reclusia, weil den Reclusia können wir nächste Runde nochmal gebrauchen. Ja. So, Zero Horus.
Special World Crown Effekt, hui. Lol. Ja. Alter, diesen Zug kannst doch keinem erzählen. Was war das denn gerade für ein Play, bitte? Side Story. Zeroboros ist die einzige Karte bis jetzt, die oder ist die Karte bis jetzt, die mal dafür gesorgt hat, dass ich in Ruling auf der YCS beim Headjudge appealed habe. Hm. Weil quasi was passiert ist, war, der Gegner hat einen Zeroboros gebaut. Mhm. Angegriffen. Und ich habe den quasi in der Battle Phase auf 1,5 runtergeschrinkt mit der True Draco Trap. Ne? Mhm. Apokalypse? Ja, Apokalypse. Und er hat danach einen Desires gemacht. Und das Ding sagt ja 200 Attack für jede banished Karte. Ne? Ja. Mhm. Und jetzt war die Frage, auf wie viel Attack ist der Zeroboros danach? Ja, so viele Karten, die gebanished sind, mal 200. Das ist nur gebanished Karte. Face Down ist da ja egal. Nee, pass auf. Er hat ja 3K. Du setzt ihn auf 1,5 mit Apokalypse. Ach so, darum ging's. Und jetzt aktivierst du Desires. Auf wie viel Attack ist Zeroboros? Müsste ich lesen, wie sich Apokalypse liest. Ja. Antwort 1,5. Ja, genau. Der Judge hat geruled, dass das Ding auf 2,5 ist. Weil. Auf 3,5. Weil 10 mal 200, mhm. Ne? Ja. Und ich so, nein? So funktionieren Attack Modifiers und Freezing Attack auf Specific Value nicht. Und hab deswegen Headjudge appealed und dann, und der hat dann eben erklärt, ja, 1,5. Das geht zurück in die Dark Depths. Von Shrink-Rulings und ja, kompliziert. Ja, Shrink-Rulings ja, waren immer sehr fun. Das war der eine Appeal, das wollte ich nur mal am Rande erwähnt haben. Na gut, Deckbewertung. So, also das war das ursprüngliche Deck. Und das haben wir draus gemacht. Gleich vorneweg, wie bereits mit euch erörtert, war schon in seiner Primetime, das hier kein Top-Deck. Und die Primetime ist durch. Ja. Gut zugegeben, Zeroboros, der kam ein bisschen später erst. Der ist ein Play, was man machen kann. Ja, es hat ein, zwei Extra-Deck-Tools dazugekriegt, aber... Ist jetzt im Großen und Ganzen... Ich meine, gut zugegeben, bei dem, was hier auf Edio Pro rumrennt, kann man damit ganz gut Spaß haben. Ja. Bomber und Trispania habe ich auch schon damals im Originalen, Crusadia gebaut. Ja gut, Bomber war einer der ersten Link-Monster, glaube ich. Als First-Turn-Play. Um halt, ne? Ja. Weil damals waren teilweise auch noch Trap-Decks im Format und Trispania Pass, wenn du First geschickt wirst, ist gegen ein Trap-Deck actually eine Ansage. Wenn du eine Karte unten liegen hast, die was reviven kann. Ach, jetzt muss ich wieder an Amaryllis FTK denken, wo du Bomber sagst. Ja. So. Ja, anyway. Ja, was mir noch aufgefallen ist, so random Side Note, kriegst du wahrscheinlich gut ein. Was du in das Deck gut einbauen kannst, theoretisch, ist Mine noch. Ja, weil ist auch die gut. Idee ist. Weil die Idee wäre dann quasi, du aktivierst Mine. Und die kassiert dann entweder Negate. Super, Negate raus. Oder sie bleibt liegen. Und dann kannst du quasi. Und dann suchst du quasi. Also unter der Annahme, dass der Gegner 3 Monster hat, mindestens, ne? Also und dann kannst du halt. Theoretisch lange schon 2. Aber drei sind ideal. Nee, 3, weil bei 2 Monstern darf er ja seine Negates wieder aktivieren. Ja, aber erst beim zweiten halt. Wenn er aber natürlich, wenn. Wenn es 3 sind, dann kannst du halt komplett bis zum Equimax durchziehen. Genau, und dann kannst du einfach gemütlich durchkommen und dann entweder tauschst du am Ende den Fieldspell aus oder du lässt es und kannst einfach für Game angreifen der Mine. Also in den meisten Fällen, wo du für Game angreifen kannst, hast du 3 Monster auf dem Feld oder Fieldspell draußen. Ja, aber das ist ja dann wurscht, weil
dritte Monster specialst du ja erst direkt, bevor du die Battleface gehst, und dann kann der Gegner von mir aus ja wieder Negates zünden. Dann ist ja wurscht. Dann zumindest die regulären Negates, ja. Ja, dann aktivierst du ja nichts mehr. Dann ist ja nur noch Battleface, bumm. Mhm. Und du machst ja Maximus-Effekt. An dem Punkt hast du zwei Monster-Specials, das dritte Monster, Battleface, boing. Wenn der Gegner nur zwei Monster hat und halt, ja, wobei, wenn er zwei Monster hat, dann hat er, dann ist meine Point, dann ist mein Pointless, weil dann hätte er seine Negates aktivieren dürfen an jedem Punkt. Aber es ist jetzt nicht so unüblich, dass ein Gegner mit vielen Monster beendet. Ja, also Sprite. Mine ist. Ja, Sprite kann aber die Mine negieren. Ja, dann ist er Negate raus, auch gut. Dann holt er einen zweiten. Sprite hat ja doppelt vor. Ja, aber es ist schon mal ein Negate weg. Eine Karte für einen Negate, die keinen Normsammeln aufbaut, ist ja gut. Ja, genau. Also, Mine ist theoretisch eine Überlegung. Müsste man halt irgendwie Platz für finden. Aber das war jetzt nur noch random Side, was mir noch eingefallen ist. Tut jetzt ja hier eigentlich nichts zur Sache. Hier geht es ja nur noch um Bewertung. Ja, und die können wir schnell machen. Das sind 8 Punkte, weil. Also. Der Haufen war in seiner quote-unquote Primetime nicht gut. Wir ignorieren mal Crusadia Synchro, weil das war ein anderes Deck. Na, das war ja nur. Das war ja ein komplett anderes Deck, was rein zufälligerweise auch 12 Crusadias Main Deck gespielt hat. Einfach nur wegen Sparta-LP-Interaktion und so. Ne? Das ist ja, das ignorieren wir hier mal. Ja. Die ersten Iterationen von Dragonlink damals. Ja, LP war halt. Was? Wollte da jemand gerade sagen, dass LP ein bisschen broken ist? Was? Anyway. Bevor wir da jetzt eine lange Diskussion ausarten, gibt das hier 8 Punkte. Man sieht sich nächste Woche bei einer weiteren Deckbewertung. Bis dahin. Ciao. Ciao. I'm gonna go get some.